Hallo liebe eFox-Freunde, heute möchte ich euch das neue Modell von Elephone vorstellen, und zwar das Elephone C1X, welches derzeit noch nicht auf dem Markt ist, aber demnächst dann erscheinen wird. Entsprechend handelt es sich hierbei auch noch um ein Sample. Und es ist hierbei lediglich auch nur ein Low-Budget-Smartphone. So, also gehen wir erstmal auf die Optik ein, so schaut das aus. Ja. Wir haben hier eine kleine Frontkamera angebracht. Auf der Seite hier haben wir den Power-Button, eine spezielle Taste zum individuelles Belegen von Funktionen sowie die Lautstärkeregler oben. Dann haben wir hier oben den Kopfhöreranschluss sowie den USB-Kabelanschluss. So, hier auf der Seite haben wir dann den SIM-Kartenslot. Unten befindet sich dann der Lautsprecher. Hinten haben wir hier einmal das Elephone-Logo, den Fingerprint-Scanner und sowie die Hauptkamera mit einem Single-LED vorhanden. Öffnen wir mal den SIM-Kartenslot, um zu schauen, wofür es Platz findet. Ja, dazu muss man eine PIN-Nadel haben, wie diese hier, und dann kann man das hier öffnen. Okay, das lässt sich jetzt hier in diesem Fall nicht öffnen. Also kann ich dazu auch leider dann nicht euch das zeigen. Jedenfalls laut Elephone, dem Hersteller, hat es Platz für eine Micro-SIM-Karte sowie eine Nano- bzw. TF-Karte. Das heißt, auch hier haben wir einen Hybrid-SIM-Slot vorliegen. So, und das hat auch den Grund, warum das jetzt nicht aufging. Ganz einfach, das ist ein Sample. So, öffnen wir dann das Gerät hier einmal. Ja, dann schauen wir uns dann das Modell dann von innen ein wenig mehr an hier, softwaretechnisch. So, also, was kann ich hier zeigen? So schaut's aus. Wir haben hier ganz normales Android. Ja, diese ganzen chinesischen Apps wird es dann nicht geben. Aber man sieht hier, man hat auch schon Google Play Store mit drauf, was natürlich sehr schön ist. So, den Antutu-Test können wir uns sparen bei einem Sample wie diesen hier. Ja. Stop Android, wie ihr hier seht. Wir können aber uns die Einstellung mal anschauen. Ja, da können wir hier sehen, dass wir hier ja, den ganz normalen Einstellungsmodus als Starsicht haben. Ja, und dann kann man hier natürlich die adaptive Helligkeit einstellen, was auch funktioniert, wie man hier sieht. Helligkeitsstufe kann man natürlich noch individuell einstellen. Das funktioniert hier auch schon. So, dann gibt es hier dieses Jörg-Key, wie sich das hier wohl nennt, ja. Und dieses kann man hier zum Beispiel dann ja hier mit individuell besetzen. Ja, indem man jetzt beispielsweise hier raufklicken tut. So, und dann hat man hier eine große Auswahl, ja, wofür man diesen Button hier verwenden möchte. Ja, das funktioniert auch gut. Wir können ja beispielsweise das jetzt auf Einstellung stellen. So. Ja, dann gehen wir hier aufs Hauptmenü, jetzt klicke ich hier rauf. So, und da seht ihr Haupt. Einstellungen werden gleich direkt aufgerufen. Das funktioniert wunderbar schon hier. Ja, also auch sehr schön, dass es hier funktioniert. Drei Fingerscreen. Screenshot hier können wir auch kurz demonstrieren. Funktioniert ebenfalls. Ja, hervorragend. Gar kein Problem. Auch sehr gut. So, dann gibt es natürlich hier die Sicherheit, ja, wo man natürlich wieder den Fingerscanner einlegen kann. Ja, da haben wir schon einige, aber wir können das hier nochmal vorzeigen. Den linken Zeigefinger habe ich schon eingescannt. Ich scanne jetzt einfach mal den linken ein. Ich meinte natürlich, den rechten habe ich schon eingescannt. Also ich scanne jetzt hier den linken ein. So, da füllt sich die Anzeige jetzt. Bis die vollständig ist, klicken wir hier auf OK. So, und dann kann ich das so ausschalten. Dann lege ich den Finger rauf und es schaltet sich wieder an. Ja, nochmal. So, hier rauf aufsetzen. Und es geht an. Bisschen langsam noch hier bei diesem Sample. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wesentlich schneller funktionieren wird bei dem Endmodell. Also das mit dem Fingerprint-Scanner funktioniert hier auch, was schon mal auch sehr positiv aufzuzeichnen ist. So, dann können wir hier die Sprachen uns mal anschauen. Ja, natürlich, ihr seht schon, das war ganz auf Deutsch eingestellt. Und natürlich ist ja auch Multisprachen mit vorhanden und die auch unterstützt werden, was natürlich auch dem internationalen Kundschaft gerecht kommt. So, dann können wir uns hier
über das Telefon uns noch einiges anschauen. Ja, hier Modellnummer C1X, wie gesagt. Android 6.0 haben wir hier vorliegen. Ja, kann man hier rauf und dann seht ihr hier, dass wir auch das Marshmallow gleich haben. Ja, was natürlich auch gut ist. Ja, so, und dann seht ihr auch hier, dass es das Original ist. Das funktioniert also auch hier. Auch kein Problem. Dann haben wir hier natürlich noch einiges, was man aufzeigen könnte, ist zum Beispiel dann, wenn man jetzt hier diesen Button gedrückt hält, ruft man die ganzen Apps auf, die man zuvor geöffnet hat. Ja, und dann kann man hier beispielsweise jetzt uns noch hier ein Spielchen mal anschauen. Bevor wir das tun, können wir uns hier in die Sensorbox noch kurz anschauen. Ja, wie diese hier funktioniert. Da wird das sicherlich keine Probleme geben, denke ich mal. Aber man sieht hier für uns, dass in diesem Sample-Modell noch sehr viele Sensoren auch gar nicht unterstützt werden. Ob das so bleibt, kann ich nicht sagen. Ich glaube aber, dass es sicherlich noch besser werden wird. So, wie so anfangs bereits schon erwähnt, ist das ja ein Low-Budget-Smartphone. Entsprechend hat man hier auch nur 2 plus 16 GB Speicher. Und das ist ja auch nur ein MT6737 Quad-Core verbaut worden. Ja. B20 wird natürlich auch unterstützt. Und ja, nichtsdestotrotz können wir uns hier mal ein Spielchen anschauen, wie das hier auf diesem Modell läuft. Dann können wir uns auch einen Eindruck von der Soundqualität einholen. Wobei man immer bedenken muss, dass es sich hierbei immer noch um ein Sample handelt bei allen Sachen, die wir jetzt hier zu sehen bekommen. So, das Laden dauert ein bisschen. Es funktioniert. Okay, der erste Eindruck war sehr laut. So, da habt ihr euch jetzt einen Eindruck einholen können, ja, von der Spielqualität her und auch von der Musikwiedergabe her. Ja. Von der Soundwiedergabe her würde ich sagen, sogar erstaunlich gut, dafür, dass es Low Budget ist. Und ja, das andere müsst ihr selber beurteilen. Ja, es gibt bestimmt bessere, aber es reicht zumindest zum Spielen, wie ihr sehen konntet. So, dann können wir uns hier noch vielleicht eventuell die Kamera anschauen, wenn das Sinn macht. So, schauen wir uns einfach mal ein Bildchen an hier, einfach inwieweit das schon optimiert ist hier. So, ja, so schaut das dann aus, das Bild. Vergrößern wir, sieht das eigentlich ganz gut aus. Also man kann schon mal davon ausgehen, dass es für Schnappschüsse ausreichen sollte. Ja, und halt Standard gibt es hier natürlich wieder Panorama, Beauty, ja, und dann Normalmodus. Und natürlich kann man hier wieder so ein Peace-Zeichen abgeben, ja, zum... Ja, so dass dann ein Bild abgeschossen wird, ja, auf Peace-Abdruck und alles Mögliche. So, dann können wir noch kurz sehen hier, wie schwer das hier liegt. So, dazu machen wir die Waage hier anschalten, legen das Smartphone hier auf. So, und wir sehen, es bleibt bei 180 stehen, also wiegt das 180 Gramm. So, tun wir jetzt noch kurz das Smartphone hier mal abmessen, um uns auch hierzu einen Eindruck einzuholen. Als erstes tun wir hier die Länge abmessen. So. Dieser liegt hier, wie ihr sehen könnt, bei 157,91. Ich hoffe, man kann das lesen. So, und dann gucken wir uns noch hier die Breite an. So, drücke ich hier auf. So, könnt ihr hier lesen, hoffe ich. Ja, sind 77. Ja, und dann noch einmal die Dicke. Und dann sollte es auch sein.
So, da haben wir es jetzt. So, okay, jetzt kann ich es rausnehmen. So, wir haben hier 8,2 etwas, 8,27.